Spiele, kommt das sowas wie ein bisschen Wehmut schon auf? Ja, natürlich. Naja, wird irgendwas falsch laufen, wenn es nicht so wäre. Ja, hab ja viel durchgemacht, hab viel erlebt. Höhe, Tiefe weniger. Der Abstieg aus der Regionalliga war. Entschuldigung. Ja, der Tiefpunkt, sag ich mal. Sonst eigentlich immer gut in der Oberliga gespielt. Und jetzt nach 6 Jahren habe ich jetzt mich entschlossen aufzuhören, beziehungsweise was Neues zu machen. Von der Leistung her könntest du doch ein Jahr dranhängen, oder? Ja, wie man heute gesehen hat, als Goalgetter bin ich ja nicht so schlecht. Nee, Spaß beiseite. Körperlich könnte ich vielleicht noch ein Jahr dranhängen, aber der Aufwand ist mir einfach zu groß. Ich fahre pro Strecke eine Stunde, hin und zurück, dann 2. Und das 3-mal die Woche, gut 2-mal die Woche. Ja, war mir dann einfach zu viel. Wo führt dich dein sportlicher Weg hin? Ich werde jetzt Spielertrainer beim SV Menzing, das ist ein Bruchsaler Kreisligist. Und ja. Heimatverein? Nee, das ist nicht mein Heimatverein, sondern mein Wohnort. Okay. Also, Ole, du hast nochmal einen Rücktritt vom Rücktritt gemacht, wolltest in der Winterpause schon die Schuhe an den Nagel hängen, hast dich nochmal sehr für die Mannschaft eingesetzt, dass es mit dem Klassenhalter klappt. Hat sich doch gelohnt, oder? Ja, auf jeden Fall. Und der Abschied so ist auch wesentlich schöner, als in der Winterpause abzutreten. Was machst du denn jetzt, wenn der Fußball fehlt? Ich werde ganze Zeit mit meiner Familie verbringen und die freien Wochenenden genießen. Aber es gibt da einen Plan, wie ich gehört habe, dass du in den Verein SV Spielberg in Zukunft eingebunden werden sollst. Was hältst du davon? Der Plan, der ist noch exklusiv beim Bernd. Wir müssen noch drüber reden, aber nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall langsam machen. Okay, so, das waren 2, die sich über 6 und 5 Jahre lang um den SV Spielberg verdient gemacht haben. 2, die eine große Lücke hinterlassen werden. Für Sie beide einen riesen Applaus und ein großes Dankeschön an Christoph Niermaier und Ole Schröder. Danke!